Willkommen zurück zu Outland. Ich bin euer Jack von den Arcana Toucans. Beim letzten Mal haben wir nicht allzu viel Neues erlebt. Wir haben ein paar neue Gegner kennengelernt und haufenweise Fallen. Wir haben einen zweiten Energiekreis oben. Wir werden jetzt zweimal so einen Superangriff machen, den wir bisher ziemlich selten benutzt haben. Hat er 30.000 gekostet. Die Falle ist daueraktiv. Die nicht, die schon. Du gehst weg. Ja, und... Ah ja, wir hatten das Tor für den nächsten Boss entdeckt. Aua, danke. Und ich gehe mal davon aus, vom Aussehen der Karte, dass wir hier den Schlüssel bekommen, weil nach links geht es nicht mehr weiter vom Aussehen her. Werden wir mal schauen. Folgen mal den Schmetterlingen einfach. Man sieht ja auch immer, was ich zuvor nicht wirklich erklärt habe, unten links, wie viele Zeichen der Macht es in diesem Gebiet gibt und wie viele man von denen hat. Man sieht, wir haben 0 von 1. Und ich habe mich vor der Aufnahme auch daran erinnert, im ersten Gebiet, also im Dschungel, da gab es eine Stelle, wo wir diesen Ground Stomp benötigten, um weiterzukommen. Toll. Ah, ich hasse es, Farben mitten in der Luft zu wechseln. Das ist schrecklich. Ja, und da müssten wir irgendwann mal wieder hin, auf jeden Fall. Schau mal, ist hier überhaupt irgendwas Interessantes? Nö. Okay. Ich gehe nur unnötig gefahren hier ein. Okay, rote Energie ist cool. Bei Rot. So. Unten oder oben? Ich muss hier oben. Hier oben ist mein Ziel. Ein fetter Button. Der öffnet uns die Türen da hinten. Was sagt die Karte jetzt? Ach, ganz oben links. Okay. Aber Feuer. Bam. Oh lol. Nice. Piss dich. So. Schön wechseln zwischen den Farben. Das ist alles in Ordnung. Bisschen AP. Rechtzeitig geduckt. Warten kurz, fick dich. Jetzt mal einen Powerangriff ab und dann mal ein. Was haben wir hier oben? Ein Ort, wo wir nicht hinkommen. Geld. Bumbums. Eine Koop-Herausforderung, die wir natürlich nicht starten können, da wir nicht im Koop spielen. Machen wir vielleicht am Ende dieses Let's Plays mal. Je nachdem. Was ist der nächste? Nee. Eine Koop-Herausforderung. Der Teleporter hier eben. Ich würde gerne schneller hochklettern. Aber das kann ich nicht. Okay, das sieht super aus. Muss ich schon sagen. Das sieht spaßig aus. Okay, ich sehe schon, wie das hier läuft. Spikes gehen auf. Mal hier oben einfach rauf. Jetzt ein bisschen Damage gefressen, macht nichts. Was haben wir aktiviert? Die Tür. Nicht die Tür, okay. Okay. Wir warten ab. Jumpen jetzt hier hoch. Okay, das war irgendwie nicht das, was ich schaffen wollte, um ehrlich zu sein. Die Mitte ist ziemlich gefährlich für uns, weil sich da Rot und Blau die ganze Zeit überlappen.
Nicht so toll. Wir müssten den Moment nutzen, wo das war, was wir eben gerade verpasst haben. Okay, das machen wir. So, wir warten ab. Da haben, glaube ich, sogar unseren Moment eben verpasst. Wir warten ab, bis die hier fertig sind. Und dann springen wir hoch. Nein, okay. Wir warten noch eine Runde ab. Ist ein Geduldsspielchen hier. Okay, und haben's. Die Vase in der Mitte mache ich jetzt nicht kaputt, das ist mir irgendwie zu weird. Oder? Okay, komm. Ja, hab ich. Ah. Toll. Haben wir die HP gleich wieder verloren. Läuft ja Gucci hier. Was ist das? Du hast den Wächterschlüssel gefunden. Ah, okay. Ist wohl jetzt Boss-Time. Wenn wir mal zurückkommen irgendwann. Jetzt ist die Frage. Der Rückweg ist anders. Also werde ich habe überlegt, ob ich das schneide und dann den Boss noch in dieser Folge mache, aber der Rückweg wird ein bisschen anders aussehen als der Hinweg. Also werde ich hier nichts schneiden. Aber dich werde ich schneiden. Drecksvieh. Wir müssen immer noch das Zeichen der Macht finden. Ich habe so ein ganz grobes Gefühl, dass es sich direkt über uns befindet. Das sieht ein bisschen sneaky aus da oben. Okay, ich lag falsch. Hier ist Geld. Und da geht's weiter. Was haben wir hier unten? Einen sehr skilligen Kill, den ich da gemacht habe. Das haben wir unten. Okay, wo zur Hölle ist das Zeichen der Macht? Das muss ja auf dem Weg zurück dann liegen, weil wir haben sonst alles erforscht hier in diesem Gebiet. Oder in irgendeinem geheimen Bereich. Oh Gott. Okay. Das ist nicht so schlau. Hallo, willst du mal angreifen? Danke. Okay, dann kiten will ich mal. Puh. Du warst aber gefährlich. Zieht er mir einfach alle meine Lebenspunkte ab. What the fuck? Okay. Ah, nein. Nicht der. Hallo. Natürlich. Ich musste echt noch lernen, ey. Vielleicht soll ich nur zweimal angreifen und dann abhauen. Geheim Versteck, geheim Versteck. Komm, hier ist das Zeichen der Macht, oder? Nein, hier ist Geld. Oh. Hi! Shit. Gehen wir mal an dir vorbei. Schön die Augen offen halten. Das ist eine Falle. Wenn wir rot sind, bleibt die Plattform da, aber geht nicht herunter. Wir halten uns schon an die Brust, weil wir kurz vorm Tod sind. Na gut. Puh. Sonst geht es echt nicht gut. Das könnte knapp werden. Wir könnten unserem ersten Tod begegnen. Wenn das so weitergeht. Da unten ist der Bossraum. Wir wollen mindestens noch bis zum Checkpoint kommen. Wobei da oben ist ein Heilkristall. Den werden wir uns doch sofort zunutze machen. Oh ja. Oh geil.
Wir haben ja das Zeichen der Macht schon, ne? Ja. Jetzt würde ich mal gleich schauen, wo genau das andere Zeichen der Macht ist. Vorher aktivieren wir mal den Checkpoint hier. Und wir kommen nicht wieder zurück. Das ist cool. Der Weg sagt zwar nach hier unten, aber ich bin mir... Ne, das ist der Kurzweg nach unten, genau. Ich erinnere mich. Passt alles, alles gut, alles gut. Okay. Wir sind jetzt hier kurz vom Boss. Und ich würde den Part einfach mal schneiden und wir erleben den Bossfight dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Outland, auf dem Outland-Schwierigkeitsgrad mit mir, dem Jack von den Outland-Toucans. Bis dahin. Tschö, tschö.